Servus Leute, willkommen bei einem weiteren Video auf dem Kanal. Wir zocken heute wieder SnowRunner. Mit dabei ist der Tiger. Servus Tiger. Servus Patix. So, nicht schlafen hier. Warte mal. Also Leute, die wo unser letztes Video gesehen haben, oder die letzten zwei, die haben mitbekommen, dass wir hier durchs Portal nach Island Lake wollten, aber haben jetzt gesagt, es funktioniert nicht. Es würde schon funktionieren, aber wir haben wir lassen es vorläufig. Wir haben zwei, drei Videos jetzt dafür gebraucht, wo wir probiert haben, dahin zu gehen. Die Strecke ist einfach echt blöd. Deswegen gehen wir jetzt nach Drummond, Island, was weiß ich, keine Ahnung. Drummond. Da sieht man auf jeden Fall, die Straße ist meistens geteert. Ich werde jetzt auch schon mein Chevy rausholen, auch für meinen Transporter wieder laden. Dann würde ich sagen, geht die Reise. Kann die Reise beginnen, sag mal so rum. Ne. Und ich fahre jetzt erstmal mein Chevy kurz hoch zur Straße, verladen gleich auf mein LKW. Geil. Ja. Ja. Verladen gleich auf mein LKW. Mein Kahn. Ist der Kahn, Moment. Der Kahn 39 Marschall gut? Oder soll ich schon einen Chevy nehmen? Nimm doch einen Chevy. Ja. So, Chevy ist dabei. Truck im Wechsel. Oh yeah. Immer der Motor, wo dafür anzeigen muss. Ja. So, dann. So, Kranmodus stützen. Nein, so mal dich. Falsch rum. Eieiei. Jetzt geht's aber los, ey. Junge, Junge. Denke ich gerade auch. Vor allem, wie die Geschwindigkeit ist, wo dreht. Der Motor sollte schon aus sein, umschätzen. Warum brennen die Lichter vom Chevy noch? Solange du einen Anklingt hast, brennen sie, glaub. Okay. Also bei mir sind sie auch an, wo ich ihn gerade anklingt hab. Okay. So, dann würde ich sagen, jetzt können wir mit der Reise beginnen. Zumindest versuchen, ob wir es schaffen. Ach. Das kann ich euch noch nicht versprechen. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß, wieso. Muss ich erst. Was, wieso?
glaub, ist automatisch Licht an oder so. Okay, ja, keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Hast du also so ein so ein Grundstandardlicht da, so ein Standlicht ja. Bei Nacht. Ich glaube, das ist einfach beim Chevy auch an. Okay. Solange der Tank daher noch drin ist, ist ja alles gut. Ja. Ich hätte eigentlich einen Tankanhänger auch mitnehmen können. Hab ich vor. Den werde ich dann nachher mitnehmen. Warte mal, wir können uns, das müsste, kann ich gerade schauen, wo mein Abgabeort ist. Sonst können wir uns da auch treffen, zusammen rüberfahren. Ich sehe den Abgabeort gar nicht. Ist bei dir keine Mission ausgewählt? Nein. Bei der Farm gibt es so einen Anhängershop in der Nähe von der Brücke. Der müsste bei dir noch vor der Brücke sein. Ja, nach der Brücke. Nach der Brücke ist er? Also nach dem Staudamm. Nach dem Staudamm, ja, okay. Ja, da muss ich hin. Okay. Das heißt, wir können, also quasi da dahinter. Das heißt, wir können uns ja. Da eigentlich treffen. Ja, dann lasst am besten einen Tankanhänger und eventuell diesen, wie heißt er, diesen Reparaturanhänger mitnehmen. Ja. Oder? Ja. Ich habe halt bloß zwei kleine Kanister auf dem Chevy hinten drauf. Ja, ich habe auch bloß zwei Kanister. Mehr gibt's ja halt für den Chevy nicht. Zumindest glaub noch nicht. Service-Anhänger heißt er doch. Ja. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin schon wieder krank. Also ja. Wenn man das jetzt hören sollte, dann tut es mir echt leid, ich bemühe mich, aber man kann es nicht ändern. Und also, ich wäre dann da. Ja. Aber jetzt schon? Ja. Oh Gott. Das ist ja nicht weit weg. Ja, guck mal, wo ich noch bin. Ja, ich sehe es, du brauchst schon noch übertrieben lange. Ja, dann fahr du mal los. Ich nehme dann nachher den Tankanhänger mit. Kannst ja drüben mal ein bisschen nach Aussichtspunkten suchen und so. Ja, chill mal, ich gehe jetzt hin und soll ich einen soll ich keinen Serviceanhänger mitnehmen? Oder nimm einen Serviceanhänger mit, ich nehme dann. Ja, mach. Wartungsanhänger. Hä, aber bei dem Wartungsanhänger ist doch ein Tank auch dabei. Also nee. 2000 Liter. 2000, ach was? Doch, da, ja, 2000 Liter. Und Wartungsanhänger 356. Ja. Beim Serviceanhänger, also komplett nur beim Serviceanhänger sind 1508 Reparaturdinger dabei. Tank bei dem anderen? Gar nichts. Bei dem Serviceanhänger ist kein Tank dabei. Da sind halt 1508 Reparaturteile drin. Und bei dem Wartungsanhänger sind 356 Reparaturteile und 200 Liter Tank. Und wenn du nur einen Tank holst, warte. Moment. Ein Tankanhänger sind 2000 Liter drin. Ja, nimm Wartungsanhänger mit. Oder halt so den Service. Dann nehme ich einen Wartungsanhänger mit. Dass wir noch Ersatzteile haben. Ich glaube, 2000 Liter, bis dahin finden wir wahrscheinlich eine Tankstelle oder sowas. Ja. Ah, ein bisschen vorbereiten, nicht kopflos. Obwohl in der Map losstürmen und keine Ahnung, wo was ist. Der kann wegen unzureichend nicht angekoppelt werden.
Hä? Okay. Hast du schon mal einen Anhänger an dem dran gehabt? Eigentlich hat er eine Anhängerkupplung dran. Eigentlich. Ja, vielleicht steht mein Chevy, weil ich zu weit hinten draußen war. Ja, gut, das, es gibt manche LKWs mit manchen Kombinationen, wo du keinen Anhänger mehr hinhängen kannst. Achso, ich sollte dich vielleicht erstmal. Wir haben ja jetzt noch die zwei Maps. Ich glaube, wenn wir die zwei Maps mal so weit erkundet haben, machen wir mal auch ein bisschen in der Hauptstory weiter. Die haben wir ein bisschen vernachlässigt, dass mir so kommt. Story? Ja. Hier ist ja noch so ein Hauptstory-Teil auch. Wir haben ja jetzt quasi so Hauptaufgaben, so wie Story-Modus. Und dann gibt es auch so Nebenaufgaben und wir machen halt gerade die ganze Zeit die Nebenaufgaben. Okay. Ah. Jetzt habe ich da einen Anhänger dran. Okay. Ja, der Chevy da hinten und so weiter. Gut. Aber lenken kann ich mit dem Ding auch nicht richtig. Okay. Digga, das kann ich vergessen, ich kann mit dem Ding nicht lenken, Alter. Wie fährst du eigentlich hierher? Ich bin gerade. Ja, ich liefere ja zuerst ab. Hab abgeliefert. Ja, bin Level up. Bin Level ab und habe nur noch 27 Liter. 26. Hilfe, mir geht der Sprit aus. Dann probier mal du den hier. Ob du den Anhänger. Ja, den kannst du schon Anhänger, aber ich weiß nicht, ob ich den anderen, den Service-Anhänger, dann nehmen kann. So, ja, nimm doch du den mit. Ja, den kann ich kann den nicht mitnehmen, ich kann denken. Okay. Erstmal geschwind. Ich muss, bevor ich irgendwas mache, schnell tanken. Wartungsanhänger wird bei mir auch ganz schön knapp. Ja. Bei mir hinten guckt es ja so ein bisschen raus. Nachtanken wollte ich. Mein Anhängerkupplung ist unten dran, weißt du? Nein, nicht Chevy. Soll ich mal Tankanhänger probieren? Oder den Serviceanhänger, ob es damit geht? Wartungsanhänger. Ja, probier. Ja, warum hast du den hier jetzt schon gekauft? Kannst du auch gleich wieder verkaufen. Ich kann schon 1:1 kaufen und verkaufen. Ich habe ja jetzt Bus zum Tanken gemacht. Wenn ich jetzt die Kurve nicht rausbekomme, Gott. Bin ich schon wieder fest. Kann ich vergessen. Okay. Die Kurven nicht hin. Ja, warte, wie viel hast du gesagt, hat der Service-Anhänger? Der Service-Anhänger hat 1508 Ersatzteile. Ja, Tank hat er gar nichts, gell? Nein. Also ich habe jetzt keinen, ich kann auch keinen nehmen. Ja, passt.
weiß ich nicht. Warum hängt dein Chevy eigentlich so behindert schief auf deinem Dach hinten drauf? Ach. Bist du auf meinem Dach? Ja, weil der so irgendwie in der Luft schwebt, gefühlt bei mir. Der. Liegt an dem. Ja, Junge. Ich hasse Schnupfen ohne Reis. Das ist das Schlimmste, was es gibt. So. Nein, ich blick doch langsam echt nicht mehr. Tank, Britschen. So, jetzt ist der Bartexbus schon vor mir geflohen. Mal sehen, ob ich den noch einhole. Was heißt hier geflohen? Ich bin gar nicht von dir geflohen. Hätte ich auf dich warten sollen. Nö, nö, alles gut. Deutlich angenehmer zu fahren wie in den letzten Videos. Ja. Wer die letzten Videos noch nicht gesehen hat, auch gerne vorbeigucken. Die Playlist ist normalerweise auf meinem Kanal verlinkt unter Playlist. Da findet ihr die ganze Playlist. Wir haben schon mehrere Games aufgenommen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder Informationen zu sonstigen Spielen oder wenn ihr gerne ein Spiel, wenn ihr einen Wunsch, nee, einen Spielwunsch, Spielwunsch habt, so, ja, dann könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Tiger und ich warten schon gespannt auf ein Release-Datum von einem bestimmten Spiel, das werden wir auch heute noch nicht verraten. Ja, Tiger freut sich schon richtig drüber, aber so was ärgern kann. Ja. Ja, lasst auf jeden Fall jetzt gerne ein Like und ein Abo da, wer es noch nicht getan hat. Aktiviert euch die Glocke, dann meldet ihr benachrichtigt, sobald die nächsten Videos online kommen. Schaut doch bei Tiger vorbei, Tiger ist entweder im Endstream, Endstream oder Endscream? Endscream, gell? Ach, keine Ahnung. Entweder das Tiger im Endscream auf über mir, über meinem Kopf mit diesem Logo, mit seinem Logo. Oder unten in der Videobeschreibung, lasst auf jeden Fall bei ihm auch ein bisschen Liebe da mit dem Like und dem Abo. Aktiviert auch bei ihm die Glocke. Wir würden uns auf jeden Fall über jeden Like und jeden Abonnenten freuen. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt noch bald ankommen. Und ihr habt Spaß mit unseren Videos. Ja. Also, ihr könnt auch gerne mal eine Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr unsere Videos findet, ob ihr sagt, wir könnten was verändern, dass es spannender wirkt oder ob das jetzt für den Anfang mal so reicht oder irgendwelche Tipps, das ist eigentlich scheißegal. Wir sind für alles offen. Also zu dem einen Spiel, was ich schon vorbestellt habe, extra gleich in der Luxusausstattung schon 110 Euro gezahlt, dass Batix ja nicht drum rumkommt. Ja. Extra schon Spiel komplett in der Vollversion vorbestellt. Auch für der liebe Batix vorbestellt, dass er keine Ausrede hat, keine Möglichkeit. Er kommt mir nicht drum CD rum. Gekauft. Nee, online vorbestellt. Schon. Ja. Ja, das, ich bin zwar immer ein CD-Freund gewesen, aber mittlerweile alles bloß noch online gekauft. Ich bequemlichkeitshalber. Und du hast Vorteil, muss ich die ganze Zeit hergehen und die CDs wechseln. Oder sind die CDs irgendwann so verkratzt, dass sie nicht mehr laufen und ach. Ja, ich wollte heute auch mal wieder ein anderes Spiel spielen. Ich war einfach zu voll, die neue Disc, also die andere Disc reinzutun, ohne Witz. Ja. Und, bist du am Portal? Ach, Quatsch, noch lange nicht. Ich bin gespannt, ob ich dich noch einhole, aber ich glaube nicht.
habe ja noch einen schweren Tankauflieger auch noch an mir hängen. Also arg schnell fahre ich auch nicht. Warum habe ich den eigentlich da schon gekauft? Ich hätte nach oben kaufen können. Ich bin so hohl. So wie ich. Wieso? Ja, oben gibt es auch einen Anhängershop. Kurz vorm Portal sogar. Portal. Bis vorm Portal. Ich knall dir gleich eine. Was soll ich jetzt? Du hast mich komplett rausgebracht, du Segel. Genauso wie ich meinen Chevy mit runtergenommen habe. Wieso habe ich meinen Chevy mit runtergenommen? Den hätte ich einfach oben lassen können. Nein, ich. Doofkap muss natürlich gleich nach unten fahren. Endlich gib das mal zu. Ich bin wenigstens manns genug, um irgendwas zuzugeben. Harbatix. Ja. Ja? Mach. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich bin noch nicht am Portal, aber mach. Weißt du, was ich meine? Ja, mach. Also, doch. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was du tun musst. Einen Daumen nach oben und ein Abo. Und okay. Tiger ist entweder jetzt hier über mir oder in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auf ihm vorbei. Lasst bei ihm Liebe da mit einem Like, mit einem Abo. Und aktiviert auch bei ihm die Glocke. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Servus. Ciao.